Katalognummer 66 ist die vierjährige westfälische Staatsprämienstute Dalwina vom Dacanthos aus der Staatsprämie Alphaville vom Apecchio, Landadel und Palisander. In ihrer Stutenleistungsprüfung bekam sie für das Freispringen bereits eine 9,0 und schloss die Prüfung mit 8,24 Wertnotenpunkten ab. Ihre Mutter, die Staatsprämienstute Alphaville, ist eine ganz besondere Stute, denn sie brachte schon mehrere staatsprämierte Töchter, unter anderem auch Christy, die auf internationalem 5-Sterne-Niveau mit der US-Amerikanerin Reed Kessler erfolgreich ist. Weitere staatsprämierte Töchter, die auch in S-Springen erfolgreich sind, zum Beispiel Peking Queen oder Coronado Queen. Crystolan, Captain Grey und Cupcake R sind ebenfalls S-platzierte Nachkommen aus der Mutter Alphaville. Aus dem weiteren Stamm kommen dann die international erfolgreichen Pferde Chacolino von Sönke Korok oder auch Cinzano Rosé von Stefan Naber. Ja, Dalwina verfolgen wir mittlerweile schon ein Jahr. Sie hat uns bereits in der Leistungsprüfung, wo sie unter ihrem Züchter und Ausbilder Hubert Hempen uns vorgestellt wurde, schon überzeugt mit hervorragenden Reiteigenschaften, mit einem fantastischen Freispringen. Und so sind wir mit dem Züchter ins Gespräch gekommen, diese Stute uns für die Auktion zu sichern. Ja, nicht nur ein hochinteressanter Stamm, der hier im Hause Hempen gepflegt wird, eben auch ein interessantes Pferd, was ihm entspringt, hier mit der Anpaarung mit Dacanthos. Wie wir finden, eine schön blutgeprägte Stute, die ihren Körper zu benutzen weiß, die sich sehr gut bewegt, mit guten Reiteigenschaften hier auftrumpfen kann, aber auch mit hervorragenden Interieurwerten hier gleich wieder lässiges Schreiten im Schritt. Sahen wir hier einmal in ihrer Eingewöhnungsrunde hier im Carré in Münster-Handorf. Auch diese Stute schon viel probiert in der letzten Woche. Auch eine absolute Top-Empfehlung hier im Lot mit der Katalognummer 66 Dalwina. Haben wir jetzt einmal alles ein wenig erhöht. Auch hier noch spielerisch, wie sie die an sie gestellten Anforderungen absolviert. Eine Spitzenreaktion, das leichte Berühren in der Runde zuvor. Gleich hier hervorragenden Ochser und das zweite Mal auch am Stallsprung umgesetzt. Ein Pferd, was stets vorsichtig sein möchte. Wir dürfen nicht vergessen, sagt vierjährig diese Stute. Letztes Jahr kurz angeritten, dann hatte sie jetzt noch einmal Zeit der Reife und der Entwicklung im Züchterhaus von Hubert Hempen, was ihr sicherlich auch gut getan hat. Wir erhöhen noch einmal deutlich. Für die Katalognummer 66 Dalwina, auch konditionell sehr gut in Schuss. Auch ein heiß gefragter Kandidat hier im Auktionslot der 62. Elite-Kollektion. Sehen wir sie jetzt gleich noch einmal in ihrer Abschlussrunde.
Ja, meine Damen und Herren, was wollen wir mehr sehen hier von unseren Vierjährigen? Dalwina, hier die 66, eine Spitzenvorstellung hier jetzt unter dem Sattel von Philipp Hartmann. Pferd, wie gesagt, schon schön ausgeglichen in Interieur, weit geschult, auch in den Reiteigenschaften. Eine Stute direkt zum Losreiten, um die Championate 2022 zu erobern. Jetzt sich ein Spitzentalent sichern und nächstes Jahr dann die Championate bereisen und sicherlich auch dort ein Wörtchen mitspielen. Da Cantos Apecchio Landadel, ein dazu noch hochinteressantes Pedigree, was Dalwina hier zugrunde legt. Wir sagen vielen Dank für die Vorstellung an Philipp.